So, schließe jetzt unsere Wohnung ab und ein neuer Tag beginnt. So sieht die Stalltür aus. Von so Einkaufszentren gibt es hier jede Menge in der Stadt. Sechs Stockwerke hat die Stella gezählt. Der Nevsky Prospekt wurde abgesperrt, das ist die Hauptstraße, die wichtigste, weil heute und gestern hier die 315 Jahre St. Petersburg gefeiert werden. Irgendwo vorne müssten Elefanten laufen und lauter schöner, interessanter Sachen wurden da vorbereitet. Was wünschen. Das ist die Statue für einen Fotografen, so als Andenken. Поддержи, поддержи! Zirkusgebäude. Schöne T-Shirts mit dem Putin und lauter Berühmtheiten. Kosten 400 Rubel. Das sind 6 Euro, 5, 6 Euro. Die Oma holt sich was mit dem Putin drauf. Wir haben uns jetzt in einer Bäckerei ganz viele russische Köstlichkeiten gekauft. Eclair und Schokolade und Piroggen und alles Mögliche. Jetzt gibt es Teezeit. Es ist Teezeit. Den ganzen Tag waren wir jetzt unterwegs. Und eine Postkarte habe ich jetzt besorgt. Werde ich jetzt für meine liebe Helga ausfüllen und nach Deutschland schicken. Heute war in der Stadt.
Stadt eine Motorshow. Also ganz viele Motorradfahrer haben da verschiedene Sachen vorbereitet. Man konnte ganz viele Motorräder anschauen. Na, jetzt machen die eine schöne Parade hier auf der Hauptstraße. Also man sieht kein Ende von dem Ganzen. Sehr schön aus. Ja. Guck mal nach hier vorne. Das ist so ein Werbeplakat von der Schule. Also die letzten 200 Meter, die Kinder rennen da rein. Das gefällt ihnen so gut. Здрасте. Der Plan für den Tag. Was macht ihr am liebsten hier? Malen. Malen. Malen und basteln. Hat du schon was? Also auf dem Video kommt es immer ein bisschen kleiner. Es ist nicht groß, aber es ist auch nicht so klein, wie es aussieht. Das ist der Feder. Und hinten ist die Küche. Ich weiß nicht, ob ich reingucken darf, kurz. Da ist der Tisch schon gedeckt. Riesenküche, da kochen die zusammen. Wunderschön. Also die Kinder sind sehr gerne hier. Wir haben halt die Situation, dass wir in Deutschland, dass ich mit den Kindern Russisch spreche, aber das langt nicht. Die antworten mir dann doch am liebsten auf... Da ist auch noch ein Schlafraum. Ich werde jetzt mal nicht so frech sein und da reinschauen. Oder doch? Ah, es ist dunkel, okay. Wir haben die Kinder jetzt in die russische Schule angemeldet, weil ich zu Hause mit den Kindern Russisch spreche und die antworten jedoch am liebsten auf Deutsch. Und die Schule geht von 9 Uhr morgens bis 7 Uhr abends. Die Kinder haben am ersten Abend schon mit uns nur Russisch gesprochen und am zweiten Abend nach der Schule hier haben die Kinder schon miteinander Russisch gesprochen. Jetzt bleiben die noch 3 Tage hier. Ich bin sehr begeistert, das ist das Geld wert, es ist nicht billig. Die 5 Tage haben uns jetzt 250 Euro pro Kind gekostet, also insgesamt 500 Euro. Aber das ist das Geld wirklich wert. Vor allem, man gibt die Kinder ab. Und da kann man die ganzen Museen besuchen, die ganzen Kurse besuchen, die man so gerne besuchen will. Fantastisch. Also kann ich jedem empfehlen. Allerdings müssen die Kinder ein bisschen Russisch können, sonst klappt es nicht. So von null auf wird es nicht klappen. Den Link zu der Schule werde ich unter das Video setzen. Unten in der Beschreibung. Die Schule ist nicht Pauken in dem Sinne von Mathe und Algebra und alles Mögliche, sondern die machen richtig viele Ausflüge. Zum Beispiel am ersten Tag waren die im Zoo, am zweiten Tag haben die eine Schiffsfahrt gemacht. Sie machen viele Spiele mit den Kindern. Das ist nicht die Schule in dem Sinne, wie man es kennt. Und sie benutzen immer Bio-Lebensmittel, die haben 5-mal am Tag Essen. Sehr köstlich, die Kinder rennen dahin. 5-mal am Tag Essen, ja, also
ist eine fantastische Sache. Das Wasser ist eher dunkel. Und es heißt, durch die starke Strömung wird das Wasser aufgewirbelt und wird nicht so klar. Irgendwann mal im 18. Jahrhundert hat man die Feinde abgeschreckt, indem man die Schiffe, die Bügel, also Bug einzahlt, also die Nase von dem Schiff praktisch. Die Bügel hat man dann einfach abgehauen und hier an den Turm dran gemacht, dass der Feind, der vom Meer kommt, vom Weiten sieht, oh, da ist nicht gut Kirschen essen mit diesem Land. Also gilt hier als Abschreckung. Eins und da gibt es noch eins. Da hinten steht noch eins. Gute Idee. Die Wohnung buchte ich über Airbnb. Sie hat 300 Euro gekostet. Aber kurz vor der Abreise nach zum Flughafen. Also wir mussten um 3 Uhr losfahren. Um 1 Uhr habe ich eine Nachricht bekommen, dass die Wohnung in der Wohnung Rohrbruch war und die haben uns einfach die Wohnung storniert. Ja, so kann es kommen. Und dann habe ich ganz schnell, da habe ich sofort Anruf bekommen von Airbnb-Mitarbeitern und die haben mir sofort Hilfe angeboten. Ich habe mich aber selbst hingesetzt, habe mir eine weitere Wohnung gefunden, die jetzt ihr gesehen habt im ersten Video. Und die hat nur, die hat, da musste ich 150 Euro dazu zahlen, weil die viel größer ist wie die erste. Und das waren dann insgesamt 520 Euro oder so. Ich bin sehr glücklich mit der Wohnung, aber so kann es kommen. Und Airbnb sichert dich da richtig ab und hilft dir in so Fällen, kann ich jedem nur empfehlen. 30% von St. Petersburg ist, sind nur Geschäfte und Einkaufszentren. An jeder Ecke sieht man riesen Malls und die sind riesig. Und ich habe das früher auch gemacht, bis ich erfahren habe, dass man das nicht machen darf. Die Kinder auf der Rolltreppe im Kinderwagen zu befördern. Ganz oben in dem Einkaufszentrum gibt es eine Terrasse, auf der man schön frühstücken kann. Und diese Aussicht genießen kann. Die Preise sind hier sehr human. Zwischen 1 und 5 Euro kann man hier fantastisch frühstücken. Noch ein kleiner Blick auf die Karte. Also richtig viel Auswahl, ein Riesenrestaurant. Also man kann nicht nur draußen, sondern auch drinnen essen. Und jetzt kommt gleich mein Frühstück. Mein Frühstück ist da. 290 Rubel, das sind 4 Euro. Ah, noch schwieriger. Ihr Lieben, ich habe hier auf der Dachterrasse zwei nette Damen aus Deutschland kennengelernt. Ich wollte mal einfach mal fragen, wo aus Deutschland sind Sie? Aus der südwestlichsten Ecke, nähe der Schweizer Grenze. Der Ort heißt Lörrach und ist benachbart zu Basel. Basel, bei Basel. Lörrach bei Basel. Und wie gefällt Ihnen St. Petersburg? Sehr gut.
Sind Sie schon öfter hier? Das dritte Mal, ja. Das dritte Mal? Ja, aber einmal nur mit dem Schiff und dann nur einen Tag rein wieder an das Schiff. AIDA. Und einmal eine Nacht übernachtet, einmal Rundreise machen muss. Aber das ist natürlich 8 Tage, da sieht man dann schon mehr. Sie sind jetzt 8 Tage da? Ja. Und das gefällt Ihnen? Sehr gut. Ja, was, viel gesehen. Was gefällt Ihnen am besten? Also ich bin das erste Mal hier und ich bin kolossal beeindruckt. Ja. Die Größe von der Stadt überhaupt und die gleichmäßige Bauweise innerhalb der Stadt, die Häuser alle gleich weitgehend und dann die kostbaren Paläste. Gibt es etwas, was Ihnen nicht gefällt in St. Petersburg? Könnte ich jetzt nicht zu fallen, kann man nicht sagen. Überrascht von der Menge Menschen, die immer unterwegs sind. Aber jetzt gestern, der Feiertag, der Geburtstag. Ja, aber es ist wirklich nur zentral hier. Ne? Aber wenn man so zwei Straßen weitergeht, ist es richtig leer. Ne? Ja, wir sind halt immer mit dem Bus unterwegs und dann sieht man das nicht. Okay, super. Ich danke Ihnen ganz herzlich. Wir danken Ihnen, dass Sie auch so freundlich waren und uns da geholfen haben. Ja, sehr gerne, sehr gerne. Super, gut. Dankeschön. Ja, danke auch. Noch von innen jetzt. Die Küche ist offen. Die Bedienungen. So sieht eine Schule aus. Ganz gewöhnliche Schule. Jetzt bei einem weiteren Relieftag und heute werden wir das hier herstellen. Das kann man dann nicht auf so Bretter, sondern einfach aufs Haus drauf machen, außen oder innen, und das hält Ewigkeiten. Hallo. Hallo. Dieser grandiose Meister kommt im September nach Deutschland. Ihr könnt seine Kurse besuchen, wird auf Deutsch gehalten. Aus den Resten macht hier das jemand ein schönes Gesicht. Вы его сейчас луком кормить будете сразу? Себя. Красавец. Das Küken ist jetzt eine Woche alt. Die ganzen Leute kümmern sich richtig drum. Da ist noch was. Da ist es. Das ist die Möwe. Eine Woche. Ну, он в контакте с мамой. Вон она. Да, есть мама. А я думаю, кто это там пищит будет? Угу. Вроде какой-то совсем незнакомый птичий голос. Скворцы так не пищат. И господи, такой хороший. Also die wachsen ganz schnell, der ist jetzt vielleicht eine Woche alt. Noch eine Woche, dann fliegt er. Ui, Opa! Какие вы все добрые, классно. In St. Petersburg gewesen zu sein und nicht Ermitage besucht zu haben, ist wie nicht in St. Petersburg gewesen sein. Das kann ich nicht auf mir sitzen lassen. Da gehe ich jetzt rein. Fotos mit diesen Damen, die verkleidet sind, sind sehr teuer. 300 Rubel kostet ein Foto. Also aufpasse. Куда идешь, мам? Неправильно. В Эрмитаж! Наконец-то! Сколько дней, все никак не получается. Китайцы. Китайцы идут, китайцы. С удостоверениями творческих союзов Российской Федерации, художников, дизайнеров, архитекторов, подарочными картами и картами Icon вход осуществляется через Шуваловский подъезд со стороны Миллионной улицы, рядом с обломками. Attention, please. The separate entrance for visitors with internet vouchers. Die erste Schlange haben wir überstanden, Tickets haben wir bekommen. Jetzt stehen wir in der nächsten Schlange zum Reinkommen. Ja.
700 Rubel hat der Eintritt gekostet, plus 250 für eine Führung, die man jetzt noch extra dazu buchen konnte. Das ist ein Bild an der Decke. Sehr eindrucksvoll, wie die Könige hier gelebt haben. Auf Kosten einfacher Menschen. Da drüben ist die Schule von meinen Kindern jetzt. Solcher Seele, so riesengroßer, voll mit Gold und Prunk, sind hier. Приходили. Видите, дверь в стене запрятанная, там лестница вела на первый этаж, где находили какие-то губернии, она губерния по провинции ездила, когда жила на соседний Нижний Новгород, где он жил, то Нижнегородское дворянство сказала, что в Ливино сделать предмет на территории, что надо было выставить все вот эти подарки, которые ей дали разных правил. Рембрандт, nachdem erfahren hat, dass in einem Monat ungefähr stirbt, hat er sich selbst gemalt, ein Selbstporträt. Drei Millionen Kunstwerke machen müde. Da waren jetzt, wie lange waren wir jetzt? Jetzt ist zwei, das heißt, wir waren 10:30 hat es aufgemacht. 3-4 Stunden waren wir da und wir sind total K.O. Und wir haben vielleicht 10% von dem Ganzen gesehen. Wahnsinn. Also wenn man, kannst auch sagen, wenn man ein Bild mal eine Minute anschaut, da braucht man 12 Jahre für das Ganze. Der Wahnsinn. Ja, und die Schlange ist immer noch so lang, wie vorhin, als wir reingekommen sind. Jetzt sind wir in einem Restaurant, das heißt Tirimok. Davon gibt es eine ganze Kette. Und es hat so richtig russische Spezialitäten hier. Bleni, Borsch. Also, das ist unsere Bestellung. Das sind Serniki, das sind so Käsemama oder Quark, Quark.
zweimal Kvass. Das ist so ein Nationalgetränk. Ne? Da habe ich Pilmeni, ein Borsch für die Mama. Hoppa! Und da haben wir noch so einen Pfannkuchen gefüllt mit Hackfleisch und Pilzen. Und noch Brötchen für die Mama. Und für das Ganze haben wir bezahlt 870 Rubel. Das sind ungefähr 12 Euro. Jetzt mal hin. Die Kinder freuen sich. Danke, Dali. Also hier kann man in den Bällen schwimmen. Jetzt haben wir, da braucht man nicht mal einen Badeanzug. Jetzt haben wir leider nicht gewusst, dass man dafür einen Termin ausmachen muss. Jetzt sind wir hergekommen, jetzt ja. Jetzt wird es gleich reserviert. Geht nicht. Wunderschön. Wir haben echt Glück mit dem Wetter. Also, dieses Schiff, da kann man Sport machen und auf der anderen Seite kann man essen. Also, es ist ein Restaurant und ein Fitnessstudio in einem. Und ein Schiff ist es auch noch dazu. Also ich habe einen halben Tag Zeit, bevor ich zum Malkurs wieder mich angemeldet habe. Da bin ich einfach in einen Bus gestiegen und irgendwo hingefahren. Ich habe echt keine Ahnung, wo ich bin. An der Endstation hat man mich gebeten auszusteigen und ich bin, schaut mal, in einem Park geblieben. Das ist ein richtig schöner, großer Park. Ich bin jetzt zunächst mal umsonst reingekommen. Die ganzen Attraktionen sind noch nicht offen. Es ist erst 10:30 Uhr morgens. Wahrscheinlich dauert es noch ein bisschen, bis es losgeht. Also da sind ganz viele Sachen, die man machen kann. Es ist genauso wie ein Holiday Park oder Tripsdrill. Ja, so Überraschungen kriege ich dann zu sehen, wenn ich einfach mal irgendwo hinfahre. Guck mal, oh wie schön! Wo bist du? Seht ihr den? Der hat keine Angst, der Vogel. So. Noch ein bisschen. Da. Sehr interessant. Also hier ist es schön. Da vorne sind Wasserfälle. Ich zeige euch jetzt einfach ein paar Sachen von dem Park. Die Adresse von dem Park werde ich noch herausfinden und unten in die Beschreibung für euch reinschreiben. Aber es ist ganz schön, mit Kindern herzukommen. Ja. Oh, Polizei kommt. Schnell weg hier. Luxushäuser für die Vögelein. Da steht Neft, das bedeutet Öl. So ein Häuschen für Ölmagnaten wahrscheinlich, keine Ahnung. Und da ist noch ein schönes. Da vorne ist das Stadion. Das Füttern ist in Deutschland verboten.
verboten. Aber hier ist es total üblich. Die ganzen Omas, die würden das nicht. Das würde denen komplett gegen den Strich gehen. Aber hier ist es normal. Das ist so ein Strand, da kann jeder herkommen und hier sich in die Sonne hinlegen, Yachten anschauen, die Stadt anschauen, schwimmen. Oder sich von der Sonne verstecken. In manchen Geschäften gibt es die Möglichkeit, die Sachen zu kaufen. Also wirklich alles ganz normales Einkaufszentrum. Da kauft man das, zahlt man und setzt sich in ein Bistro rein und verspeist es, so wie ich es gerade gemacht habe. Richtig interessant. Mal würde ich eine Wohnung nicht in der Stadtmitte suchen. Hier ist es so laut. Wunderschön, aber laut. Jetzt hole ich meine Kleider ab. Beziehungsweise den Rock und das Kleid. Hier vorne. Привет, Оксана. Das Kleid ist auch wunderschön geworden. Ah, ich liebe diesen Rock. Super. Das Hemd weniger, aber darum geht es ja gar nicht. Es geht nur um den Rock. Sehr schön. Super. Ah, ich freue mich. Hier gibt es Samsa. Das ist so ein Blätterteig gefülltes Fleisch. Rinderhackfleisch. Sehr, 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 sehr lecker. Ich habe mir gleich 9 Stück gekauft. Ein weiterer Malkurs steht mir bevor. Hier in diesem Studio. Schön hell. Kann man schön über die Dächer schauen. Ihr Lieben, dieses wunderschöne Bild habe ich hier gelernt zu malen. Ich bin baff in 3 Stunden, was man erreichen kann, mit Hilfe der Lehrerin. Also ich setze den Link unter das Video, kommt her, das ist super. Es geht zurück zum Flughafen. А так по необходимости по работе, да, по просто работе, приходится. Да, так вот соседи там. Ну. Ihr Lieben, ich bin wieder zu Hause bei meinem lieben Mann und meinen beiden Hunden. Ich wollte, bevor ich das Video hochlade, wollte ich euch noch sagen, bei skyscanner.de habe ich den Flug gebucht. Es hat 249 Euro gekostet. Für Kinder waren das nur 211 Euro. Direktflug mit Lufthansa und ja, hin und zurück. 249. Dann kamen noch Visumkosten. Das waren 90 Euro. Ansonsten 520 die Wohnung. Ja, und das ist so das Gröbste. Insgesamt habe ich dann noch vielleicht 1000 Euro für Essen und Einkaufen und die ganzen Kurse bezahlt. Ja, ciao. Ich würde mich freuen, wenn ihr mein Video liked, wenn ihr mich abonniert. Dankeschön und ciao.